Nach Angaben der ermittelnden Behörden in Baden-Württemberg ist es der schwerwiegendste Fall sexuellen Missbrauchs von Kindern, den sie je bearbeitet haben. Nahe Freiburg soll eine Mutter zusammen mit dem Lebensgefährten ihren 9-jährigen Sohn im Internet für Geld zur Vergewaltigung angeboten haben. Die Ermittlungen nahmen ihren Anfang im September 2017. Es gab einen anonymen Hinweis an die Polizeibehörden. Die Mutter und der Lebensgefährte wurden in Haft genommen und in der Folge wurden weitere Ermittlungen angestellt. 8 Verdächtige sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Ein 49 Jahre alter deutscher Soldat wurde in seiner Kaserne der deutsch-französischen Brigade im Elsass festgenommen. Für einen Spanier klickten in seinem Heimatland die Handschellen, ein Schweizer schnappten die Fahnder in Österreich. Ein aus Schleswig-Holstein angereister Verdächtiger soll sogar Tötungsfantasien gehabt haben. Bei seiner Festnahme hatte er einen Rucksack mit Fesselutensilien dabei. Der kleine Junge ist inzwischen in Sicherheit. Was uns auch sehr dringlich war, ist tatsächlich, dass der 9-jährige Junge schnellstmöglich dann in staatliche Obhut genommen werden konnte, um einfach aus dieser unsäglichen Situation Zuflucht zu finden. Die Behörden gehen von langwierigen Untersuchungen in dem Fall aus.